ist eine umgebaute Landarztpraxis auf Rädern. Das heißt, wir stehen hier vor einem 12,70 Meter Linienbus, Niederflurbus, den wir haben umbauen lassen zu einer Landarztpraxis. Das ist ein Vierraumkonzept, wo wir tatsächlich alles einer klassischen Arztpraxis wiederfinden. Er ist ausgestattet mit einem Warteraum, mit einem Empfangstisch, mit einem Behandlungsraum, mit einer Liege, eine Toilette, eine große Arbeitsfläche. Es gibt einen Laborbereich mit Schubladen, Schränken, Tischvorbereitungen. Es gibt einen Behandlungsraum, ein Sprechzimmer hinten im Heck. Wir haben jeden einzelnen Raum klimatisierbar und heizbar gemacht. Wir haben natürlich eine entsprechende Infrastruktur hinsichtlich WLAN, hinsichtlich Netzwerktechnik mit an Bord. Das ist auch so ausgestattet, dass wir über einen Router mit zwei SIM-Karten ein Netz bündeln können, um so tatsächlich auch im ländlichsten Raum noch ein stabiles WLAN im Bus hinzubekommen. Wir haben jetzt schon den telemedizinischen Bereich mit an Bord. Das heißt, über Videodevices kann ein Fachmediziner und ein Allgemeinmediziner dazugeschaltet werden. Der Leuchtturm sozusagen ist in Nordhessen für die Kassenärztliche Vereinigung im Einsatz, um dort 6 Orte, die hausärztlich nicht mehr versorgt werden können, mit einem Vollzeit-Medibus-Arzt zu versorgen. Jetzt gerade im Mai ist das sogenannte TSVG, das Terminservice-Vergabegesetz, vom Gesundheitsministerium verabschiedet worden, was eben auch vorsieht, dass Kassenärztliche Vereinigungen, die für die Grundversorgung verantwortlich sind, in unterversorgten Regionen zum Beispiel mobile Arztpraxen zum Einsatz bringen und wir uns davon natürlich auch erhoffen, in Zukunft bundesweit Fahrzeuge einsetzen zu können.